fürs Epic ist einfach ein großes Abenteuer. Das härteste Etappenrennen, was ich bis jetzt gefahren bin. Das Swiss Epic ist eine Riesenherausforderung für Mountainbike-Fahrer. Du musst bergauf fahren können, du musst aber auch in der Ebene drücken können. Du musst technisch versiert sein, und zwar in allen Geländearten. Die Strecke ist wirklich extrem hart und eigentlich wie ein Mountainbike-Rennen sein sollte. Ich glaube, das Swiss Epic ist das Coolste, was ich je gemacht habe. Ich denke, dass ich beim Swiss Epic sehr viele, sehr schöne Bergerlebnisse mit einem sehr guten Freund haben werde. Philipp, als jemand, der aus der Disziplin Rennradsport kommt, ist natürlich bergauf entsprechend begnadet und talentiert. Ja, Stefan, seine Stärke ist, schnell bergab zu fahren. Ich habe das Glück, dass ich aus dem Trailsport komme. Man lernt Kontrolle von der Pike auf. Wir sind ja eine besondere Mischung aus Mountainbike-Profi und Hobbyfahrerin. 2008 war ich 23 Europameisterin und Vize-Weltmeisterin und Olympiateilnehmerin auch. Ich werde die Alexa ganz schön quälen. Die muss treten, bis die Zunge ganz am Boden ist. Ja, der Jochen ist sehr erfahren, denke ich. Für ihn kann man richtig viel lernen. Daniel ist noch ein Jungblut. Er ist auf jeden Fall gewillt, ein richtig, richtig guter zu werden. Die Besetzung ist ja richtig stark. Von dem her denke ich, wird es richtig hart werden. Wir versuchen auf jeden Fall in die Top 5 zu fahren. Was wir, glaube ich, jetzt schon ein bisschen wissen, ist, dass es technisch anspruchsvoll wird. Heute war die Königsetappe, also mit 95 Kilometer und 3000 Höhenmeter. Scott-Jungs, also Nino, hat das Tempo direkt hochgezogen. Und ja, es war wie ein Cross-Country-Rennen über gute 4 Stunden eben. Ich habe insgesamt heute einen super Tag gehabt, bergauf und bergab. Und hatte nur eine schwache Sekunde. Und das an der Stelle, wo auch noch eine Menge andere Leute unterwegs waren. Und habe mich da ziemlich in den Matsch reingelegt. Und deswegen ist heute erstmal eine größere Fahrrad- und Bekleidungswäsche angesagt. Auf einer kleinen Brücke bin ich irgendwie mit dem Vorderrad weggerutscht. Auf jeden Fall bin ich 3 Meter den Abhang runtergeflogen in dieses Steinbachbett mit dem Kopf voraus. Alexa hat nach mir gerufen, dann bin ich zurückgefahren und habe sie da unten in dem Loch stehen sehen. Dann hat sie auch mit mir gesprochen und war ganz normal. Dann habe ich halt gelacht, weil es schon ziemlich lustig war, wie sie da unten im Loch liegt. Kurzen Moment später ist sie eigentlich fast kollabiert und dann fand ich es dann auch nicht mehr lustig. Und dann habe ich sicher 200 Mal entschuldigt, vielleicht sogar 2000 Mal. Das Ende vom Lied ist, ich kann weiterfahren, das Rad hat einen kleinen Schaden, den beheben wir jetzt, Knochen sind alle heil und weiter geht's. Am Schluss war einfach nur eine Ausscheidungsfahren, wer am meisten Kraft hat. Wir sind ins Ziel hoch. Wir sind heute Dritter geworden und jetzt werden wir von Tag zu Tag schauen, wie es geht. This is gonna be epic! Ja, heute haben wir den dritten Tag. Heute war ein bisschen ein kürzerer Tag wie gestern, aber dennoch war es wieder so hart wie die anderen zwei. Ich war halt vor der Stage ein bisschen skeptisch, wie Alexa das Ganze meistern wird nach dem ganzen Sturz gestern, aber die hat heute Morgen hat sie noch den Fuß getaped und dann
hat sie auch bergab richtig die Bremsen losgelassen. Ende des ersten Aufstiegs, da gab es eine Passage, da musste man absteigen. Das ist kein Spaß, überhaupt kein Spaß. Besonderes Highlight der heutigen Etappe war die Bhutanbrücke. Haben alle gejubelt. Wir haben eine sehr gute erste Abfahrt gehabt. Leider ist der Stefan dann später gestürzt. Genau, weitergefahren, bis Philipp mir dann irgendwann gesagt hat, dass ich also ziemlich nicht mehr fließend fahre, sondern fließend blute. Und die Verletzung sieht so aus, dass zwei Cuts im Unterarm sind. Einer davon musste mit 3 Stichen genäht werden. Stefan ist danach so angepisst gewesen, dass er richtig Gas gegeben hat und wir dann zum Schluss im Tagesklassement auf den 7. Platz gekommen sind. Ja, Ergebnis war dann im Prinzip, dass wir, wo ich zurückgekommen bin, in die große Gruppe direkt durchattackiert haben. Und haben dann mit 15 Sekunden Vorsprung dann gewinnen können. Gesamt sind wir jetzt auf der 2. Position mit einem Rückstand von ca. 1,10 auf Stöckli. Mir geht es besser, als ich gestern Abend angenommen hatte. Heute Morgen beim Frühstück hat sich rauskristallisiert, dass es weniger wehtut, als ich vermutet habe. Nach der heutigen Etappe bin ich auch froh, dass ich das Vorhaben durchgezogen habe, wieder an den Start zu gehen, obwohl mir da echt einige Leute von abgeraten haben. Aber das war richtig. Heute war es wieder so streng wie die restlichen Tage eigentlich. Das Duell momentan ist im Prinzip zwischen unserem Team, also Daniel und mir. Und den Stöckli-Fahrern Matthias Rückinger und Lukas Buchli. Das Einzige, was ich jeden Tag sagen kann, ist, die Single Trails waren wirklich krass, wirklich super, wirklich schön und mir fehlen langsam wirklich die Worte. Im Prinzip ist es ein kleiner Marathon mit einem großen Abfahrtsanteil, der von einer Gesamtanstrengung schon brutal ist. Und dass die Aufstiegsmeter so hart sind, das haben wir uns, glaube ich, beide nicht so richtig so vorgestellt. Also wir sind im Prinzip bis 3 Kilometer vor Schluss zusammen unterwegs gewesen, aber der letzte Anstieg nach Pfechenhoch war dermaßen steil, dass wir einfach nicht mehr mitziehen konnten mit den beiden. 30 Rückstand haben wir jetzt heute gehabt auf Stöckli. Von dem her werden wir sicher die letzten 2 Tage nochmal voll auf Attacke fahren. Gerade am ersten Tag, als ich sie unter die Hände bekommen habe, war relativ viel Spannung im Gewebe und jetzt so im Laufe der Zeit wird das eigentlich immer geschmeidiger und immer besser. Also hat mich sehr verwundert. Ich dachte eigentlich, dass es je länger jetzt die Etappe dauert, dass ich desto mehr Arbeit habe, aber stattdessen ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Wird immer geschmeidiger und ich habe eigentlich immer weniger zu tun. Am Tag, was ist es? 4, 5! Tag 5 von Swiss Epic, 4. Etappe von Grächen nach Grächen. Vollgas wie immer. Ganz geiler Tag. Die 2. Abfahrt, ein unglaublich schöner Singletrail mit krassen Spitzkehren, super schmal. Wir sind also mit einem riesen Grinsen aus der Nummer rausgegangen. In einer ganz untechnischen Passage hat es mich dann leider wieder erwischt und ich habe den 2. schweren Crash gemacht auf dieser Rundfahrt. Dann habe ich ganz unten am Downhill wieder gewartet und dann kam Alexa einfach nicht. Und ich lag da unten und oben standen sie und haben runtergeguckt und einer gleich den Rettungssanitäter verständigt per Handy. Hat gesagt, sie liegt im Wald, sie bewegt sich nicht mehr und ihr ganzes Gesicht ist voller Blut. Und dann dachte ich so, echt? Oh, das merkt man ja oft nicht so im Schock. Dann habe ich mit dem Handschuh kurz im Gesicht getestet und sah, es ist kein Blut, es ist nur Waldboden. Ich habe mir gedacht, ich bin schon so viele Etappenrennen gefahren. Ich habe schon so viele Etappenrennen vorzeitig beendet wegen irgendeinem Scheiß. Aber das Swiss Epic wird nicht dazugehören.
Und die eine Etappe bis nach Zermatt, die werde ich durchhalten. Ganz klar. Das ist viel zu cool hier. Weiter geht die wilde Fahrt! Perfekter Tag für uns. Nach 10 Kilometern haben wir uns ein bisschen lösen können und eigentlich der Vorsprung bis ins Ziel vergrößert auf 4 Minuten. Gesamt haben wir jetzt das Leader-Trikot übernommen, haben jetzt eine Minute Vorsprung vor Stöckli und hoffen, dass wir das morgen auf der letzten finale Etappe der Swiss Epic nach Zermatt bringen können. Das wäre schon hammermäßig eigentlich bei dem Rennen zum Gewinnen. Na, dass es eine fiese Strecke war heute, das habe ich schon erwähnt. Das war ziemlich die härteste Etappe überhaupt. Ganz geil. Ehrlich gesagt bin ich jetzt froh, dass wir da sind. Der Höhe, mit diesen Felsen, mit dem gewaltigen Matterhorn. Das hatte schon wahrscheinlich genau das, was der Mountainbiker verstehen sollte, wenn irgendein Mountainbiker das Wort episch in den Mund nimmt. Ich habe kaum mehr eine Stimme, weil wir einfach so gejuchzt haben in den Downhills. Einen kurzen Ausflug gemacht ins Unterholz. Ich habe es dann irgendwie eher ein bisschen fangen können, dass ich für Geschwindigkeit hier ein bisschen runterkomme, aber habe dann trotzdem in den Wald abbiegen müssen. Und ja, es hat uns kurz Zeit gekostet, aber wir haben eigentlich danach immer gleich wieder relativ zügig den Anschluss an ein Stückchen herstellen können. Wir sind hergekommen und haben gesagt, bei dem Shuttlefeld, wenn wir Top 5 fahren, ist es gut. Nach der zweiten Etappe haben wir gesagt, okay, gut, wir können hier um den Sieg mitfahren. Das Gesamtergebnis war, dass wir heute unser Leader-Trikot im Prinzip wieder verloren haben und Zweite geworden sind. Bei der Weltklasse-Besetzung hätte man jetzt nicht gedacht, dass wir Zweiter werden. Von dem aus bin ich voll zufrieden. Der schönste Moment die Zieldurchfahrt, weil man es dann geschafft hat, weil man heil angekommen ist und weil man so viele coole Momente hinter sich hat, die man ja mitnimmt, die einem ja auch immer bleiben werden. Gleichzeitig ist es aber auch ein blöder Moment, weil es vorbei ist. Ich würde eine zweite Woche Swiss Epic fahren. Ich war ganz schön happy, dass das jetzt vorbei ist, muss ich sagen. Diese Woche war wirklich eine der besten Wochen meines Lebens, glaube ich. Es war in all den Jahren des Mountainbike-Fahrens die gigantischste Erfahrung, das tollste Erlebnis und einfach sehr, sehr schön, da dabei zu sein. Oh nein! Ist die ganze Zeit auf Play gelaufen.